Hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf Noisy Stuff. Ich spiele heute, wie ihr gerade das schon seht, Avatar World. Und ich bin ja eigentlich relativ neu hier, aber es gibt eine Eigenschaft in Avatar World, die ich extrem liebe über dieses ganze Spiel. Und zwar sind das Gratisgeschenke, also gratis Promo-Codes, die man hier bekommen kann. Mit Hilfe von solchen Codes kriegt man neue Geschenke, also quasi ganze Packungen von irgendwelchen Sachen. Also das können wirklich alles sein. Und ich bin heute hier, um dieses ganze Ding zu testen, weil ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was da abgeht und ob das so wirklich stimmt und dass es kein Scam ist, müssen wir auf jeden Fall austesten. Deswegen Leute, lasst ein Like da, wenn ihr weitere Avatar World oder Tokoboka Videos sehen möchtet, abonniert den Kanal und holt euch auf jeden Fall einen Tee, weil ich jetzt gleich ein bisschen über Promocodes erzählen werde. Okay, Leute, also für mich ist es gerade der 7. Dezember. Ich glaube, das Video kommt auf jeden Fall am 8. Und wir haben auf jeden Fall neue zwei. Ich weiß nicht, wie viele habe ich verpasst? Wir haben zwei neue Locations. Und ich würde mal sagen, ich gucke die mal ganz kurz an. Und wir fangen mit diesen, ich glaube, das ist ein Kindergarten. Ja, stimmt, das soll ein Kindergarten sein. Das ist eine, ich glaube, schon ein bisschen ältere Location. Aber ich habe Avatar World schon seit 3 Wochen gar nicht gezockt. Deswegen ist es für mich sehr neu. Sieht aber irgendwie für mich ein bisschen aus, als ob es irgendwie so ein Laden ist, wo man die ganzen Spielzeuge kauft, weil ich meine, so viele Sachen. Oh, ich wünschte, mein Kindergarten würde so aussehen. Wie schön ist das bitte alles? Aber okay, ich weiß tatsächlich noch gar nicht, ob es hier irgendwelche Lifehacks oder Secrets gibt. Deswegen würde ich mal sagen, ich gehe erstmal raus und werde die Secrets für euch in der nächsten Folge auf jeden Fall mal austesten. Aber diese Location sollte doch ganz, ganz neu sein, oder? Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht unbedingt, was es ist. Aber ich glaube, das sieht nach einem Schönheitssalon aus. Irgendwas um den Dreh. Ich brauche auf jeden Fall meine Katja hier. Ich könnte mich theoretisch jetzt schon mal anpassen an das, was ich... Ich weiß jetzt nicht, kann ich mich irgendwie damit schminken? Ob das so viel bringt, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber hier auf jeden Fall würde es mir doch schon was geben. Ich glaube, ich würde das hier nehmen. Das sieht extrem süß aus. Wir haben hier tolle Pflaster, die ich auch auf mich draufpacken kann. Und, oh mein Gott, Kontaktlinsen mit den wunderschönsten Augen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich diese Augen mal nehmen. Die passen mir auf jeden Fall, glaube ich, besser. Aber kann ich das irgendwie abmachen? Ich glaube eher gar nicht, oder? Und oh, das habe ich gerade erst gesehen. Du hast ja die gleiche Mütze wie ich. Wie cool ist das denn? Vielleicht bist du mein Bruder oder so. Okay, ich gehe dann schon mal raus und ich würde mal sagen, ich bin immer noch extrem fasziniert davon, dass ich mich in den Spiegel sehen kann. Och, Avatar World ist so wundervoll. Ich würde mal sagen, Leute, wir gehen auf jeden Fall so langsam raus, weil für die Promo-Codes brauchen wir tatsächlich, wir müssen komplett aus allen Locations rausgehen. Aus allen Locations rausgehen und in den Shop. Wir haben hier auf jeden Fall sehr tolle Packs, die wir kaufen können oder auch einfach so nehmen können, weil zum Beispiel das hier habe ich einfach so genommen und die meisten Packs kosten ja auch ein bisschen etwas, also auf jeden Fall über 2 Euro und wenn man jetzt nicht unbedingt einen ganzen Pack kaufen möchte, kann man, also man kann wirklich einen Promocode reinpacken, also echt, das ist sehr crazy, Leute. Also ganz am Ende von dieser langen Liste haben wir hier einen Reiter, wo steht Promocode drauf, wo wir auch einen Code reinschreiben können. Ich habe tatsächlich für euch ein paar Codes vorbereitet, die ich zumindest austesten möchte. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die alle funktionieren, aber ich möchte auf jeden Fall gucken, wie das überhaupt funktioniert und ob das geht. Der erste und ich glaube der neueste Code wäre... Rainbow Gift. Also... ungefähr so. Auf jeden Fall könnt ihr es hier auf dem Bildschirm sehen. Und dann würde ich mal sagen, mache ich Redeem. Also mal gucken, ob das funktioniert. Okay, es passiert was. Es passiert was. Oh, nicht dein Ernst. Kriege ich wirklich, wirklich ein Geschenk? Leute, einfach einen Code eingegeben und ein Gratisgeschenk bekommen. Wie heftig ist das denn? Ich bin extrem hyped, wie das ungefähr aussieht und was wir da alles drin haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, es sind auf jeden Fall Kopfhörer und... wie riesig sind die denn bitte? Die sind ja wirklich extrem riesig. Das habe ich gerade nicht erwartet. Oh, wir haben ein Outfit, also eine Hose. Und ein Shirt? Wie kann ich das denn anziehen?
Oh, okay. Ja, never mind. Habe ich jetzt angezogen. Okay, wir haben ein komplettes Outfit. Natürlich, glaube ich, passen meine Schuhe jetzt nicht unbedingt dazu. Aber mega, mega nice, Leute. Wirklich einfach nur ein gratis Outfit bekommen. Mit einem ersten... Und das ist noch der erste Code gewesen. Ich habe noch ein paar für euch. Dann würde ich mal sagen, gehe ich nochmal raus und versuche, die anderen zu testen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob da auch noch so Klamotten gibt oder vielleicht was anderes. Ich würde mal sagen, das teste ich doch mal. Und der nächste Code ist... Solfans. Ich glaube das. Und hoffe, dass es funktioniert. Okay, das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Oh, und die Boxen sind immer anders. Also sind die immer dann quasi thematisiert von dem, was ich theoretisch bekomme. Wie heftig ist das denn? Okay. Das ist auf jeden Fall was Neues. Was ist das? Es ist eine Kette. Ach, Tokaboka could never, wirklich. In Tokaboka gibt es sowas auch gar nicht. Oh, das ist so quasi so eine YouTube-Award. Mit 200.000 Abonnenten. Ja, Leute, da bin ich noch gar nicht dabei. Also, wenn ihr auf jeden Fall auch möchtet, dass ich mal 200.000 knacke, dann abonniert mich doch jetzt schon mal. Okay, was haben wir denn als nächstes? Oh, ein Graffiti-Farbe. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie man damit zeichnet oder irgendwas malt auf den Wänden. Aber okay, haben wir jetzt bei uns zu Hause stehen. Warum nicht? Oh, okay, wieder neues Outfit, also neues Oberteil, finde ich extrem süß und finde ich tatsächlich auch ein bisschen besser passend zu den Kopfhörern. Okay, die Hose ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so passend. Ich würde tatsächlich die alte hier nochmal lassen. Eine ganze Brille, also schon heftig. Okay, die nehme ich jetzt. Wie packe ich die jetzt wieder auf mich drauf? Möchte die Brille jetzt? Danke. Was ist das? Ist es was zu essen? Ist doch was zu essen bestimmt. Oh, nee. Wie was zu essen, Katja? Du bist einfach so hungrig. Das ist tatsächlich Accessoire. Oh, wir kriegen sogar neue Schuhe. Oh mein Gott. Ich glaube, ich würde bis jetzt die Kopfhörer lassen, weil finde, es sieht extrem süß aus. Boah, Leute, ich komme heute einfach mit neuen Outfits raus. Habe ich wirklich gar nicht erwartet von diesem Video. Oh, das ist keine Graffiti-Sprühfarbe. Das ist Haarfarbe. Okay, das habe ich... Ja, habe ich gerade ein Ombre gemacht? Oh, wie cool ist das denn? Also quasi entweder mit Ombre oder ohne Ombre, also ohne pinke Spitzen. Und wie wasche ich das Ganze jetzt aus? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber egal. Okay, bis jetzt sehe ich jetzt erstmal so aus. Lass uns doch mal zu dem nächsten Code gehen. Und der nächste Code heißt Lunati. Code. Ich glaube, das ist richtig. Und ich hoffe, ja, okay. Es ist auf jeden Fall ein Code, was wir... Oh... Okay, diese Boxen sehen wirklich interessant aus. Oh, was ist das denn bitte? Oh, das ist für 100.000 Abonnenten. Oder Spiele, oder ich weiß jetzt nicht genau, wofür das ist. Ich hoffe, 100.000 kriege ich auch bald. Das wäre auch mega toll. Oh, wir haben hier einfach Teufelskopfhörer. Eine Teufelfigur, warum auch immer. Mit zwei Teufelfiguren? Wie heftig ist das denn? Was denn noch? Oh, eine neue Hose. Ein Handy. Auch ein Oberteil. Auch noch Schuhe. Okay, Leute. Also extrem viele Sachen. Auch noch Accessoire. Und eine Kette. Ich glaube... Boah, Leute, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich lasse tatsächlich die Schuhe, die pinken Schuhe noch da. Und würde das erstmal noch alles lassen. Außer vielleicht... Wo ist mein Oberteil, was ich gerade eigentlich anhatte? Wo ist mein Oberteil, was ich anhatte? Ey, Leute, ich hab's verloren. Wo ist mein Oberteil? Mein Oberteil ist weg. Leute, hä? Das stimmt ja aber wirklich, weil mein Oberteil ist weg. Wo ist mein Oberteil? Wie auch immer das passiert ist, mein Oberteil ist einfach weg. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das irgendwo anders gesehen. Vielleicht ist es irgendwo in einer Kiste. Keine Ahnung, Mann, aber okay. Ich würde mal sagen, wir gehen zu dem nächsten Code. Auf jeden Fall diese hier ist auf jeden Fall auch interessant und sehr schön. Boah, ich glaube, ich sah noch nie so schön aus in diesem Spiel. Der nächste Code ist auf jeden Fall ein bisschen komisch zu schreiben, finde ich. Es heißt Ellie Gamer, also quasi wie Alligator vielleicht oder Ellie Gamer. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie genau das ist. Oh, okay. Also da sieht auf jeden Fall extrem süß aus. Ich glaube, das wird mein Favorite sein. Ich bin mir noch gar nicht sicher, aber ich glaube, ich sehe es jetzt schon, es wird mein Favorite sein, Leute. Es ist... Pink, also ein schön girly. Ich liebe das. Fast solche Kopfhörer habe ich tatsächlich auch in Real Life, aber nur fast. Wir können uns die Haare neu machen. Finde ich doch schön. Oh, diese Farbe liebe ich total. Neues Oberteil. Oh, ein Gaming-Controller. Neue Schuhe. Ein Rock. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sah noch nie so schön und cute aus, Leute. Und eine neue Kette. Okay, das ist auf jeden Fall ein Fashion-Statement. Oh, Leute, habe ich gerade ein Secret gefunden?
Also nicht unbedingt, aber anscheinend kann ich hier irgendwas reinpacken. Kann ich hier was reinpacken? Oh, wie heftig ist das denn? Und dann ist es quasi zu. Okay, alles klar. Das war jetzt mein Secret. Und hier ist auch noch ein Secret, Leute. Ich wollte das gerade gar nicht. Aber ja, wie ihr seht, auf jeden Fall. Oh, ich glaube, mit diesem Rucksack funktioniert es auch einfach so schön. Ich sehe so süß aus. Aber Leute, ich glaube, das waren tatsächlich die ganzen Codes, die ich euch zeigen wollte. Also es sind auf jeden Fall nicht mehr, die ich nochmal gefunden habe. Deswegen würde ich mal sagen, lass uns doch ein bisschen mal unser Schlüssel finden. Ach so, wir müssen hier keine Schlüssel finden. Wir müssen hier erstmal einfach nur Spielzeuge finden, die auf jeden Fall hier da drauf passen werden. Und diese Spielzeuge sind doch bestimmt hier. Ich weiß jetzt nicht, welche davon dahin passen. Haben wir doch grün. Wir haben bestimmt grün. Oh, wir haben kein grün. Blau aber, oder? Tada! Aber ich muss hier ein bisschen aufräumen. Okay, das Einzige, was ich jetzt suche, ist gelb. Da, auf jeden Fall da oben. Und jetzt kriege ich noch einen schönen... Also da sind quasi so wie Crumpets in Dukkaburka. Also kleine Viecher, die man auch jetzt sammeln kann. Also extrem, extrem süß. Ich mag sie auf jeden Fall. Ich glaube, das war mein erster Secret in Avatar World. Ich war noch nie so aufgeregt. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das waren die ganzen Codes. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen aufräumen, weil, ihr merkt gerade, wie das hier bei mir aussieht. Und würde auf jeden Fall noch weitere Sachen in Avatar World erkunden. Deswegen, wie ich schon meinte, liked dieses Video, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr Avatar World Sachen sehen wollt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns oder wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!